Als letztes Produkt in der heutigen Sendung möchten wir Ihnen die Tünkers Form & Pierce Zange vorstellen. Wie der Name schon sagt, zwei Prozesse in einem Gerät, das Stanzen und Prägen. Christian, wo werden solche Zangen denn typischerweise eingesetzt? Ja, grundsätzlich ist eine Form- und Pierce-Zange dazu da, Toleranzen aus dem Karosseriebau herauszuholen. Jedem ist vielleicht noch bekannt, wie es denn war in der Vergangenheit, als die Diskussion aufkam, wie denn hier der Spalt an den Türen in irgendeiner Form vielleicht verringert werden könnte. Grundsätzlich lag das daran, der Unterbau, der hatte eine bestimmte Größe, der war toleranzbehaftet und dass der Hut, der oben drauf kam, der hatte natürlich auch Toleranzen. Also wollte man den Unterbau so genau wie möglich machen und dann dazu sind dann Form- und Pierce-Zangen zum Einsatz gekommen, um diese Toleranzen rauszuholen. Prinzipiell nutzen wir hierzu das Verfahren des Prägens und das Verfahren des Stanzens, um eine gute Verbindung zu den Teilen zu bekommen. Normalerweise an Robotern befestigt, wird die Toleranzlage der Karosse mit Lasern gemessen. Entsprechende Korrekturwerte werden an die Zange gemeldet und die Zange stellt die Einprägetiefe in irgendeiner Form dar. Diese Einprägetiefe wird dann in das Bauteil, das extra an der Karosse ist, um eben eingeprägt zu werden, diese Toleranzen zu kompensieren, genutzt und nach dem Prägeprozess nochmals vermessen, um dann die richtige Toleranz zu machen. Heute wollen wir Ihnen diesen Prozess auch mal mit einer 1 mm und einer 3 mm Einprägung vorführen. Wir beginnen mit 1 mm. Man kann jetzt hören, wie der Stellzylinder elektrisch verfährt. Eine elektrohydraulische Einheit setzt dann mit 30 Tonnen die Prägung ein. Man kann sie in dem Blech kaum erkennen, möglicherweise. 1 mm ist nicht besonders viel. Nun die 3 mm Prägung. Wieder erst die Verstellfahrt. Ja. Fantastisch. In der Zwischenzeit wurde das Blech vermessen. Dann hat er es gesehen, es wurde nachgestanzt. Das heißt, die Toleranz war nicht ausreichend erreicht. Das ist ein integriertes Feature an dieser Zange. Das heißt, wir können direkt feststellen, ist die Einpresstiefe richtig und gegebenenfalls wird halt entsprechend nachgesetzt. Natürlich ist die Zeitverzögerung dann etwas irritierend, aber wie schon gesagt, es ist halt, geht darum, eine Präzision zu erreichen und funktioniert meine Karosse nachher mit Unterbau und Türen oder funktioniert sie nicht? Soweit zur Zange.